Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns, Sie zur SATA Insight, unserer virtuellen SATA Mechanica, begrüßen zu dürfen. Es ist schön, dass Sie eingeschaltet haben und unser neues Online-Format kennenlernen möchten. Wir haben die SATA Insight ins Leben gerufen, um Ihnen auch in dieser besonderen Zeit Einblicke in die SATA-Welt geben zu können. Den Gedanken, Ihnen die SATA online näher vorzustellen, hatten wir tatsächlich bereits nach der Eröffnung unseres neuen Showrooms, der SATA Tech Fair im Dezember 2019. Durch das Auftreten des Coronavirus hat sich unser Alltag und das Geschäftsleben innerhalb kürzester Zeit massiv verändert. Geschäftsreisen waren aufgrund des Lockdowns in vielen Ländern lange Zeit gar nicht möglich. Eine Messe nach der anderen wurde abgesagt oder auf einen späteren Termin verschoben. All dies geschah natürlich mit dem Ziel, eine weitere Ausbreitung der Pandemie aufgrund großer Menschenansammlungen zu verhindern. Aus diesem Grund können wir uns in diesem Jahr leider nicht persönlich in Frankfurt treffen. Die Möglichkeit, mit Ihnen, unseren Kunden, Partnern und Freunden persönlich in Kontakt zu treten, sind nach wie vor sehr eingeschränkt. Auch wir mussten uns aufgrund der Krisensituation beim Vertrieb anpassen und neue Wege und Mittel zur Kontaktaufnahme und Kommunikation mit unseren Kunden finden. Wir freuen uns, dass es viele technische Möglichkeiten gibt, um dennoch in Verbindung zu bleiben und es uns hierdurch auch möglich ist, Ihnen heute die SATA Insight vorzustellen. Dieses neue Online-Format soll gewissermaßen den Besuch auf unserem Messestand ersetzen und bietet Ihnen neben der Möglichkeit, unsere Produkte online zu entdecken und mehr darüber zu erfahren, auch weitere spannende Inhalte. Vom 8. bis 11. September erwartet Sie nun unser 3D-Showroom sowie SATA-Produktvorstellungen, Tipps und Tricks unserer Anwendungstechniker zu SATA-Produkten und interessante Reportagen und Experten-Talkrunden. Jeden Tag werden wir bestimmte Themen behandeln und darüber vertieft sprechen und berichten. Unser Exportleiter Jörg Göttling startet heute mit der Vorstellung unseres Schwerpunktthemas Lackierpistolen. Unsere Experten diskutieren über Fachkräfte- und Nachwuchsmangel in der Lackierbranche. Der Helmdesigner Jens Munzer zeigt Ihnen den Weg zum individuellen Helmdesign und unsere Anwendungstechniker geben Ihnen Tipps und Tricks zum Thema Fehler im Lackbild. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuschauen und sehen uns hoffentlich morgen wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen bei der SATA Insight. Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich im Showroom der SATA Tech Fair zur SATA Insight. Als renommierter Hersteller von Premium-Lackierpistolen bedienen wir die globale Welt der Autoreparaturlackierung mit unseren hochwertigen Pistolen für die Applikation von Grundierungen und Füllern, von Basislacken und Klarlacken. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website. Heute möchte ich Ihnen unser Premium-Produkt, die Hochleistungslackierpistole SATA Jet X 5500, etwas näher vorstellen, die wir anlässlich der Automechanica Frankfurt 2018 zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit präsentiert haben. Die SATA Jet X 5500 zeichnet sich insbesondere durch ihr neues, revolutionäres Düsenkonzept aus. Die X-Düse bietet nämlich zum ersten Mal zwei unterschiedliche Strahlformen für unterschiedliche Lackierertypen an. Zum einen haben wir da den O-Strahl, den klassischen SATA-Spritstrahl mit einem ausgeprägten Nasskern und recht breiten Auslaufzonen. Diese Strahlform eignet sich für den klassischen SATA-Lackierer, der gewohnt ist, zügig und schnell zu lackieren. Während es aber auch natürlich sehr viele Lackierer gibt, wie wir festgestellt haben, die einen etwas kontrollierteren Applikationsmodus bevorzugen. Für diese Art von Lackierer haben wir mit der X zum ersten Mal eine zweite Strahlform eingeführt, die sogenannte I-Düse. Das I deutet dabei schon sehr stark auf die Form des Spritzstrahles hin, nämlich einen im Unterschied zur O-Düse gestreckten, schmaleren Spritzstrahl mit geringerem Nasskern und wenig Auslaufzonen. Beide Strahlformen führen zu optimalen Lackierergebnissen. Es ist am Ende des Tages eine Frage der persönlichen Präferenzen, der persönlichen
Lackiermethodik. In den letzten Jahren wurden unsere Sondereditionen, unsere Sondermodelle mit spezifischen Motiven und Themen immer beliebter. Seit einiger Zeit nun bieten wir eine weitere Option der individualisierten Lackierpistole an, die sogenannte Custom Design Gun. In ausgewählten Märkten haben Endkunden nun die Möglichkeit, ihre eigene individuelle Lackierpistole zu gestalten. Zum einen können Sie pro Seite bis zu 5 Fotomotive hochladen oder Sie gestalten ganz frei und kreativ Ihren eigenen persönlichen Entwurf. Weitere Informationen zu unseren Lackierpistolen finden Sie auf unserer Webseite. Lassen Sie uns nun zu dem nächsten Thema kommen. Ich möchte Ihnen kurz etwas über unser SATA RPS Mehrzweckbechersystem erzählen. Unsere RPS-Becher sind knickbar. Das hilft natürlich vor allem, wenn ich zum Beispiel im Bereich eines Schwellers oder über Kopf lackieren muss. Unser SATA RPS-System ist sehr sicher, denn es verfügt über eine sichere Verbindung, eine sichere Schraubverbindung zwischen dem RPS-Deckel und dem SATA RPS-Becher. Dadurch ist das Lackieren sehr sicher. Unser SATA RPS-Becher ist nachfüllbar und ich kann ihn lagern und aufbewahren und somit auch wiederverwenden. Den SATA RPS Mehrzweckbecher gibt es in 3 verschiedenen Größen: 0,3, 0,6 und 0,9 Liter. Darüber hinaus wird unser RPS Mehrzweckbechersystem durch Mehrwegbecher in unterschiedlichen Größen in Aluminium und Kunststoff ergänzt. Das höchste Gut eines jeden Lackierers ist seine Gesundheit. Dafür benötigt er optimalen Atemschutz. SATA bietet hierfür ein umfangreiches Programm, beginnend mit der SATA Airstar F Halbmaske für den Vorbereitungsbereich, SATA Airstar C sowie insbesondere unsere Vollschutzhauben SATA Vision 2000 und unsere neueste Generation, die SATA Air Vision 5000, an. Weitere Informationen zu unserem umfangreichen Atemschutzprogramm finden Sie auf unserer Website. Für optimale Lackierergebnisse und saubere Atemluft benötigen Sie ein hochwertiges Filtersystem, das für technisch reine Luft frei von Partikeln, Öldämpfen und sonstigen Verunreinigungen sorgt. Hierfür bietet SATA ein umfangreiches Filterprogramm für den Vorbereitungsbereich mit der SATA Filter Prep Serie an, sowie für die Lackierkabinen mit der SATA Filter 400er Serie und der neuen, in Kürze verfügbaren SATA Filter 500er Serie an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website. Die SATA TrueSun bietet eine tageslichtnahe Farbtonwiedergabe. Das Ganze bei einer sehr gleichmäßigen Lichtverteilung. Sie bietet Ihnen 70 Minuten Betriebsdauer und das Ganze bei der vollen Lichtstärke. Sie ist stufenlos dimmbar und weist eine Ladestandsanzeige auf, mit der Sie den jeweiligen Akkustand erkennen können. Beim Einsatz von Mehrzweckbechersystemen bietet SATA zur Zwischenreinigung der Lackierpistolen die RCS-Reinigungsgeräte an. Zur Verwendung innerhalb der Lackierkabine das RCS Turbo Cleaner und zur Verwendung außerhalb der Lackierkabine das RCS Kompakt. Im Gegensatz zu dem RCS Kompakt kann ich bei dem RCS Turbo Cleaner die Lackierpistole direkt an das Reinigungsgerät anschließen und kann neben der Reinigung der Pistole und dem Trocknen der Pistole auch gleichzeitig die Pistole an dem Lackierluftschlauch belassen, sodass ich im Anschluss an den Reinigungsvorgang direkt weiterarbeiten kann. Für weitere Produktinformationen, Service- und Dienstleistungen sowie Kontaktmöglichkeiten besuchen Sie uns unter sata.com. Mein Name ist Jens Munser, ich bin vom Beruf Helmdesigner und lackiere und designe für zurzeit 6 Formel-1-Fahrer die Helme. Insgesamt haben wir seit 1999 50 Formel-1-Fahrer betreut, darunter auch Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Nico Rosberg. Und da haben wir einige unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Helme erlebt, was den Job auch sehr abwechslungsreich macht. Wir sind in dieser ganzen Kette an Freigaben, an Designbesprechungen, wenn unsere Designs abgenickt werden müssen, die darunter leiden müssen, wenn es eine Verzögerung gab. Und wenn wir den Helm nicht pünktlich abliefern würden, sind wir auch die Kritik einfangen, wenn es heißt, wo ist denn der Helm? Das heißt, wir müssen manchmal schon
ganz schön kämpfen, dass das alles pünktlich zusammen ist. Aber mittlerweile haben wir genau dadurch auch einen guten Ruf erreicht, dass die Leute sich darauf verlassen können. Es gibt doch oft mal Botschaften an die Fans, Dankeschön ans Team und sowas. Und da ist schon wichtig, dass wir die richtigen Ideen dann auch liefern, wenn es darum geht, eine Message nach außen zu tragen. Der Helm ist Freiheit noch. Und das lieben die Fahrer halt. Sie können, wenn sie wollen, den Helm komplett ändern. Solange die Logos draufbleiben, ist alles egal. Also die Arbeitsschritte einer Lackierung sind eigentlich, dass wir die Grafik am Rechner als Seitenansicht soweit entwerfen, bis der Kunde zufrieden ist. Dann werden diese ganzen Daten daraus, das heißt die Linien und alles wird ausgegeben, damit wir damit im Grunde die Lackierung einfacher machen können. Das heißt, wir nehmen diese ganzen Linienlogos aus dieser Datei raus und benutzen das wiederum als Schablone zum Maskieren auf dem Helm. Da ist natürlich Kreativität gefragt, dass eine Seitenansicht auch ringsrum gut aussieht. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil dann laufen hinten Zacken zusammen, die man vielleicht so nicht gedacht hätte. Und das ist auch für uns immer noch Überraschung. Und da ist natürlich wichtig, dass der Designer, der das macht, eigentlich das richtige Händchen hat. Der gesamte Prozess einer Lackierung schätze ich mal auf 3 Tage. Wir haben natürlich zwischendurch noch Trocknungszeiten. Das heißt, der Designprozess ist circa 1 Arbeitstag und dann nochmal 2 Tage die reine Lackierung. Im Jahr machen wir ungefähr 600 Helme. Da sind aber viele dabei, die zum Beispiel die Helme der Mechaniker für die Teams, das sind dann teilweise 60 Stück, die das gleiche Design haben, die sind natürlich lange nicht so aufwendig wie individuelle Helme. Also der für mich aufwendigste oder spektakulärste Helm war ganz klar Sebastian Vettels Singapur 2012 Helm. Dann haben wir gesagt, so, jetzt muss der Helm auch noch blinken. Und dann haben wir dann wirklich Leuchtdioden eingebaut. Das waren ganz flache LEDs, die konnte man aufkleben. Die haben wir dann mit einem Silberleitlack verbunden und mit einer kleinen Elektronik zum Blinken gebracht. Die Elektronik stammte auch noch aus einem Flummi, den ich meinen Kindern weggenommen habe. Am Ende war ich ganz froh, dass alles funktioniert hat und er hat mit dem Helm auch noch gewonnen. Das war natürlich super und das ist auch für viele, glaube ich, so der originellste Helm gewesen, den die Formel 1 in den letzten Jahren so gezeigt hat. Die Lacke, die wir verwenden, sind größtenteils eigentlich modifizierte Acryl-Auto-Lacke. Das heißt, die Basis ist immer das gleiche. Wir arbeiten eigentlich mit dem konventionellen noch, mit den Solventlacken, weil Wasserlacke sind schwer einsetzbar für uns bei unseren Trocknungszeiten und alles. Und im Grunde haben wir die Basislacke verfeinert durch bestimmte Pigmentanreicherungen, damit die leichter werden. Wir haben überall spezielle Glitzer oder Flake-Teilchen, die kommen teilweise aus dem Dekobedarf. Wir haben eigentlich überall so einen Baukasten uns zurechtgebaut, wo wir alles zusammenkippen und gucken, ob es geht oder nicht. Also bei uns wird fast durchgängig die SATA Mini-Jet verwendet. Eigentlich seitdem ich begonnen habe, habe ich nie eine andere Pistole gehabt. Wir haben Airbrush-Pistolen und wir haben für die normalen Flächen und für den Klarlack die Mini-Jet-Serie. Und da sind die SATAs für uns eigentlich recht zäh, dass das Spritzbild auch nach viel Arbeitsgängen und viel Benutzung durch immer verschiedene Leute immer noch perfekt ist. Was man wirklich nur mit viel Erfahrung hinbekommt, sind saubere Farbverläufe. Das ist also das Wichtigste, was man beim Lackieren sich auch nicht irgendwie mal eben so aneignen kann. Das muss man wirklich immer wieder probieren, üben, dass man einen Verlauf wirklich so macht, dass man nicht erkennen kann, wo endet eine Farbe, wo beginnt die nächste. Und dabei hilft uns natürlich auch die SATA mit der schnellen Umstellmöglichkeit von Punkt auf Fächerstrahl, ist dafür einfach super geeignet. Also an SATA schätze ich eigentlich neben der Qualität halt auch, dass die Ersatzteilversorgung super funktioniert, dass wir eigentlich immer einen Partner haben, wenn wir Fragen haben. Da gab es bisher noch nie Probleme und das ist für uns eigentlich einfach, dass wir uns darauf verlassen können. Der Mangel an Nachwuchskräften, ja, der macht es vielen Branchen schwer zu schaffen, denn es ist immer schwieriger, wirklich gute junge Nachwuchskräfte zu finden, insbesondere auch in der Lackiererbranche. Und das ist das Thema, worüber wir uns heute unterhalten möchten. Mein Name ist Sandra Haus, ich begrüße Sie ganz recht herzlich und auch meine 2 Studiogäste. Wir haben nämlich 2 Experten zu diesem Thema eingeladen. Einmal den Herrn Mühlhäuser, herzlich willkommen, und auch den Herrn Geiger, recht herzlich willkommen. Herr Geiger, Sie sind Unternehmer, Sie haben 3 Karosserie- und Lackierereibetriebe, wenn man so möchte. Und Sie, Herr Mühlhäuser, Sie sind Lehrer an einer Schule für Gestaltung. Jawohl. Und Farbe. Richtig, speziell jetzt bei den Fahrzeuglackierungen tätig, ja.
speziell? Berufsschule. Richtig, an der Berufsschule. Meisterschule. Wie haben Sie beide denn diese Situation aktuell erlebt, dass es wirklich schwierig ist, in der Lackiererbranche für gute Nachwuchskräfte zu sorgen oder beziehungsweise gute Nachwuchskräfte zu finden? Ja, in der Tat ist es schwierig, auch bei uns. Und es wird immer schwieriger, dass die jungen Leute einfach nicht mehr bereit sind, einen Handwerksberuf zu erlernen. Die tendieren eher in die Richtung Studium, klar, das ist das Erste, kaufmännische Berufe oder sogar vielleicht einfach nur sich in dem Bereich zu entwickeln, wo die einfache Arbeit oder Tätigkeit ausüben können. Unser Beruf, und das kann der Herr Mühlhäuser mit Sicherheit auch bestätigen, ist in erster Linie kein einfacher, ja, Künstlerberuf schon fast, ja. Und auf der anderen Seite ist es immer noch ein sehr staubiger Beruf, wo es wirklich nicht einfach ist, auch gesundheitlich. Das heißt, man muss dann entsprechende Schutzausrüstung tragen und. Und ich denke mal, da steckt es auch viele junge Leute ab. Sie können es mit Sicherheit besser bestätigen, weil sie ja doch dann sehr nah sind an die Ausbildung. Das ist richtig, keine Beipflicht. Ich sage mal, der Fachkräftemangel ist auf jeden Fall da. Ja, wie er gesagt hat, mit Sicherheit auch, dass man immer wieder schaut, wie kann ich vielleicht einfacher, ohne dass ich schmutzig werde, mein Geld verdienen. Ja. Mhm. Die Bezahlung ist natürlich auch so eine Sache. Ja. Ich muss dann nochmal unterscheiden zwischen Handwerk und Industrie. Auch hier haben wir natürlich Probleme, weil die Industrie dann ganz andere Löhne zahlen kann, schon in der Ausbildung. Mhm. Da bleiben mir dann vielleicht auch dann dadurch die Lehrlinge weg. Ja. Also das ist schon ein Riesenthema, ja. Jetzt haben wir schon einige Gründe genannt bekommen bzw. gehört von Ihnen, woran es doch so scheitern mag, dass es wenig Nachwuchskräfte gibt in dieser Branche. In anderen Ländern, da wird ja der Beruf des Lackierers wirklich als, ich sag mal, Kunst angesehen. Fehlt das eventuell ein wenig in Deutschland, dass der Lackierer nicht wirklich als der Künstler angesehen wird und das vielleicht auch viele abschreckt? Das ist natürlich Ländersache. Ich würde sagen, bei uns vielleicht eher nein. Was mit Sicherheit ist, man muss sich Gedanken darüber machen, wie kann ich meinen guten Lehrling, meinen Gesellen nachher behalten? Mhm. Wie kann ich, dass er nicht weggeht, zum Beispiel in die Industrie? Ja? Was kann ich da tun? Ich weiß auch von Firmen, ja, wo wir die Lehrlinge haben, die machen schon viel. Sei es Dienstwagen, gutes Zeugnis, sei es Dienstfahrrad, Jahresabo für Fitnessclubs und solche Dinge. Mit denen Dinge versuchen die Chefs, die Azubis, die Lehrlinge zu halten, zu ködern, wie man auch sagen will. Schmackhaft auch. Ja, schmackhaft machen, genau. Gut, er hat vorher Staub gesagt, klar, da hat sich vieles getan in den letzten Jahren. Mhm. Ja, ist klar, wenn ich da vorbildlich ausgerüstet bin, habe ich da kein Problem mit. Mhm. Aber es ist trotzdem immer noch egal, ob Handwerk, ja, schmutziger Beruf, woanders mag das sein, ist es vielleicht einfacher und mehr Geld zu verdienen. Ja, das sind einige Gründe. Herr Geiger, bilden Sie aktuell auch Lehrlinge aus im Bereich des Lackierens? Selbstverständlich, auch im Lackbereich. Und wir merken es auch, dass der Nachwuchs einfach nicht nachkommt oder sehr schwer nachkommt. Wie finden Sie Nachwuchs? Gehen Sie da auf Messen, kann ich mir das so vorstellen? Kommen da Online-Bewerbungen rein oder gehen Sie irgendwo, schalten selber Annoncen? Wie kommen Sie an Ihre Azubis? Also in erster Linie Social Media ist jetzt ein wichtiger Punkt heutzutage, die jungen Leute wirklich an sich ranzuziehen. Dann Berufsschulen natürlich, kaufmännische Schulen, und vielleicht auch entsprechende Portale, die wir dann mit Unterstützung von Berufsschulen nutzen, um einfach an die jungen Leute ranzukommen. Auch unter anderem natürlich die Leute so an uns aufmerksam zu machen, dass wir entsprechend dann auch im Ausland nach den Leuten Ausschau halten, damit wir wirklich so viel wie möglich an uns aufmerksam machen. Ja, ja, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Schauen Sie tatsächlich auch im Ausland? Interessieren sich auch viele aus dem Ausland, vielleicht nach Deutschland zu kommen und dann hier den Beruf dieses Handwerks auch zu erlernen? Das kannst du viel besser sagen. Bleibt letztendlich nichts anderes übrig, wie wirklich auch ins Ausland rüber zu schauen. Wir haben auch schon solche Aktionen gestartet, dass wir zum Beispiel zuletzt in Kosovo waren und haben dann in Kosovo
Räume gemietet, wo wir die Bewerbungsgespräche geführt haben, auch die Werkstätten angemietet haben, wo wir dann in der Werkstatt dann auch die Praxis uns angeschaut haben, sodass die Leute ein bisschen begabt sind und vielleicht sogar das ein oder andere auch machen konnten, sodass die auch für unseren Beruf geeignet sind. Natürlich durch das ganze Prozedere, durch die ganzen Botschaften geht sowas unheimlich sehr lange, bis die Leute bei uns dann ankommen. Aber auch da sind die Schwierigkeiten nicht zu Ende. Wir haben die sprachlichen Barrieren und wir haben natürlich dann auch die Unterkunftsmöglichkeiten, die wir den Leuten anbieten müssen. Ne? Mhm. Weil die kommen aus dem fremden Land, kennen niemanden, kennen Deutsch. Also ist sehr schwierig. Das glaube ich. Sie haben tagtäglich quasi mit den jungen Menschen zu tun, die diesen Beruf erlernen. Vorhin wurde es schon kurz angedeutet, es gibt immer mehr Boni. Man versucht, den Beruf ein bisschen schmackhaft, die Ausbildung ein bisschen schmackhaft zu machen mit einem Bahnticket zum Beispiel oder einem Jahresabo. Was würden Sie sagen, Herr Mühlhäuser, wo hören Sie da Stimmen? Was würden sich die Azubis noch vielleicht vermehrter wünschen? Was sind so deren Wünsche und Bedürfnisse? Ich glaube, das ist schon anders als noch vor einigen Jahren, was man sich von so einer Ausbildung dann doch erhofft, nehme ich an. Das ist richtig, ja. Die Wünsche, das ist natürlich eine gute Frage, aber ich würde mal sagen, ich vergleiche das auch immer. Ich bin jetzt nicht nur der Lehrer, ich schaue immer auch in die Firma, also als der Chef. Ich sehe mich dann mal als Chef, wie würde ich jetzt das machen mit dem Lehrling? Ich sehe mich auch als Lehrling, wie würdest du reagieren in der Schule oder beim Betrieb? Es gibt immer Situationen und da muss man dann einfach auch mal sehen und nicht nur seine Situation jetzt anschauen. Und ich denke mal, für mich wäre wichtig, als heute, wenn ich Lehrling wäre, dass ich eine gute Firma finde, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich nicht nur eine Nummer bin, wo ich angesehen bin. Das ist auch ein Geben und Nehmen, das sage ich meine auch immer wieder, wo es Probleme gibt, ne, was ist los, ja, mein Chef und so, hört man dann wieder. Und dann sage ich, du, guck mal, was machst denn du? Machst du auch das, was du sollst? Also muss man ein bisschen darauf achten. Das würde ich als Lehrling heute danach schauen, gut, was die für Ansprüche wirklich alles noch haben, außer jetzt im Auto, wenn ich super Noten bringe, ich finde das ein toller Anreiz, aber das kann ich nicht einfach nur erwarten, also das finde ich dann schon, die Nummer ist zu hoch, aber wie er sagt, also wir gehen auch an andere Schulen, wir haben immer Berufeorientierung bei uns in der Schule, wurde im Vorfeld ausgesiebt zum Beispiel, die wollen einfach mal nur in den Lackierer reinschnuppern und dann ist ja da schon mal ein Interesse da. Ob dann nachher da welche davor rauskommen und wie viel, ist eine andere Nummer. Mhm. Aber ich habe zumindest mal die, wo sich Gedanken gemacht haben und vielleicht mal den Lackierer als solche sehen wollen, dass sie mal einen halben Tag in die Schule reinkommen, die habe ich schon mal vorsortiert. Ja, es ist ja auch ganz wichtig, sich erstmal einen Eindruck zu vermitteln. Ist das wirklich ein Beruf, den ich mir für mein späteres, weiteres Leben vorstellen kann? Herr Geiger, diesbezüglich bieten Sie beispielsweise Betriebspraktika an. Können die jungen Interessierten zu Ihnen kommen und einfach mal sagen, ich möchte mal eine Woche oder zwei Wochen oder vielleicht einen Monat mal reinschnuppern? Absolut richtig, ja. Also in erster Linie wirklich in Kooperation mit der Schule, ob das jetzt die Hauptschule oder die Werkrealschule oder sogar die Schule für Schwererziehbare. Da sind wir auch sehr eng miteinander und versuchen da wirklich solche Projekte drauf auszubilden. Aber auch kurz vor der Ausbildung ist es für uns unheimlich wichtig, trotzdem noch mal reinzuschnuppern, ein, zwei Wochen lang, um zu schauen, dass ein Lackierberuf nicht wirklich nur in die Kabine reingehen und die Spitzpistole in die Hand zu nehmen, sondern tatsächlich auch viel Theorie. Viel Theorie dahinter steckt und wirklich, bis man so ein Fahrzeug vorbereitet hat, vergehen wirklich 80% des Prozesses und vielleicht nur noch 10% und der Rest ist Finish. Sind wirklich tatsächlich die Lackierarbeiten, die dann anfallen. Ja. Macht am wenigsten aus, ja. Das Lackiere selber. Und man macht ihn vielleicht heiß, den jungen Menschen, du willst Lackierer lernen und dann, wann lerne ich jetzt endlich lackieren? Das höre ich auch immer, ne? Wenn es im September losgeht, wir sind im Oktober, im November, wann dürfen wir jetzt das erste Mal lackieren? Es dauert halt, ich muss gewisse Sachen voraussetzen können. Und dann kann ich erst ans Lackierer gehen. Ja, Technikerausbildung oder Meisterprüfung, wie können Sie das einschätzen? Wie viele oder wie viel Prozent, wie hoch ist der Anteil derer, die sagen, ich möchte wirklich den Meister machen? Oder geht die Tendenz doch vielleicht eher zur Technikerausbildung aktuell? Hier würde ich sagen, das sind die Zahlen ja, relativ gleich geblieben die letzten Jahre. Momentan die letzten zwei Jahre etwas weniger Meister. Durch Corona bedingt jetzt bin ich sogar froh, dass ich gerade weniger Meister habe. Erleichtert mir den Unterricht. Aber sonst natürlich immer gerne mehr. Bei den Technikern, da ist die Zahl gleich, ja, immer gleich hoch. Ja, es ist natürlich ein Unterschied. Die Techniker sind auch zweijährig. Ja, die Meisterschule ist einjährig.
ist vielleicht eher dann auch das Handwerkliche mehr gefragt. Beim anderen doch geht es rein bis in die Lackrezeptur, die Herstellung und alles. Viel Chemie dabei ist ein anderer Part. Natürlich ist da eher auch dann nachher die Industrie dahinter. Und diese jungen Menschen haben dann nachher wirklich die Wahl, wo wollen sie hin? Der Markt ist da. Sie verdienen ein anderes Geld. Industrie, wie gesagt, ja, haben wir das gleiche Thema wieder. Aber beim Handwerk, momentan zum Beispiel meine Situation, habe ich gute 2/3, wo einen Betrieb übernehmen wollen. Ja. Mhm. Die machen natürlich eher den Meister und nicht jetzt den Lacktechniker beispielsweise. Ja. Und da ist in erster Linie die Übernahme anvisiert. Ja. Jetzt ist die Meisterschule ja eine Vollzeitschule, nehme ich mal an. Ist nach wie vor so. Was würden Sie denn raten, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich könnte mir das vorstellen, den Meister zu machen, aber ich arbeite schon, ich könnte das eigentlich bloß abends oder irgendwie nebenher. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, auch über so einen anderen Weg den Meister zu erlangen? Also es gibt Abendschulmöglichkeiten und es gibt auch wie nebenbei oder also über 2 Jahre beispielsweise gestreckt oder einzelne Teile nur abzulegen. Bei uns in der Schule aber ist wirklich nur 1 Jahr Vollzeitschule. Mhm. Stichwort Gehälter. Ja, das ist natürlich so im Ausland wie allerdings auch bei uns, sind die Gehälter nicht unbedingt als sonderlich hoch angesehen. Ist das tatsächlich ein Problem, dass die jungen Leute sagen, also da verdiene ich wirklich zu wenig, das ist kein Anreiz mehr? Kann ich mit Sicherheit so bestätigen, wobei die Lackierer und die Karosseriebauer vor allem gehören zu den Berufen, wo besser bezahlt sind, würde ich jetzt mal behaupten, ja, das ist eine Behauptung von mir, als Elektriker oder die Schreiner. Und trotzdem, wie Sie schon vorhin gesagt haben, dass die jungen Leute eher in die Richtung tendieren, 37-Stunden-Woche zu haben, geregelte Arbeitszeiten. Und natürlich auch durch industrielle, finanzielle Mittel besser aufgestellt wie in unserem Handwerk, in unserem Beruf. Das heißt, wenn ein Fahrzeug jetzt auch nicht fertig sein sollte um 16 Uhr, Punkt, muss es halt bis 16.30 Uhr fertiggestellt werden. Da muss derjenige bleiben. Das heißt, er kann dann auch entsprechend seine Freizeit, was heutzutage unheimlich wichtig ist für die jungen Leute. Ja, das ist ein Punkt. wirklich ein Thema und sehr schwer zu begreifen. Und deswegen sehen wir auch da in unserer Branche Schwierigkeiten, vor allem wenn wir die Leute ausbilden, dass die immer wieder dann von der Industrie abgezogen werden. Du gibst wirklich alles und bemühst dich. Ich meine, das kennen Sie ja auch, besser wie wir wahrscheinlich. Dass es wirklich ein harter Job ist in der Zwischenzeit, mit jungen Leuten da wirklich auf ein Ziel zuzugehen und es erfolgreich auch abschließen, wandern sie anschließend dann wirklich ab. Wirklich in die Industriebetriebe oder andere Betriebe, wo es einfach alles geregelter ist, wie bei uns im Betrieb. Ja, verstehe. Kann man beipflichten. Und das ist eben dieser Fachkräftemangel, wie anfangs angesprochen. Ich habe auch das Problem, dass einfach eigentlich wird die letzten Jahre schon immer anspruchsvoller noch unser Metier. Ja, ich bräuchte immer noch bessere Leute, noch bessere, wo der Markt fordert. Wenn ich gute habe, die habe ich auch, Gott sei Dank. Gibt es schon noch, aber halt sehr wenige. Und ein guter Lackierer oder der Karosserierer, wie er gerade gesagt hat, der wird immer seine Arbeit finden. Mhm. Der wird immer sein Geld verdienen, mehr als Überdurchschnitt. Ist gar kein Thema, aber das sind halt zu wenig. Und wenn dann noch einer ist, dann wird er vielleicht doch dann noch weggenommen von der Industrie. Ja, das ist wie so ein kleiner Teufelskreis, wenn man so möchte. Die Meisterschule, wir haben uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten, die kostet natürlich auch einiges. Gibt es da irgendeine Art der Subvention für die Interessierten, die sagen, ich möchte meinen Meister machen? Gibt es so eine Art Stipendium oder BAföG, wenn man so möchte? Da kann ich jetzt Werbung machen, ja, das ist sehr, sehr gut. Seit diesem Jahr, jetzt 2020, ist es für die Meisterschüler schulgeldfrei. Also es ist immerhin eine Summe, mit der wir vielleicht locken können, den einen oder anderen doch erreichen, dass er sagt, okay, jetzt ist es für mich erschwinglich, ich kann das angreifen, ich habe das eigentlich schon vorgehabt, 2 Jahre oder wie auch immer. Ist eine sehr positive Eigenschaft, wo wir anbieten können, wo wir auch werben damit. Und BAföG gibt es auch, ja, das ist klar, müssen die halt einreichen dann. Solche Sondermaßnahmen sind auf der Meisterschule durchaus drin. Ja,
Also für diejenigen, die jetzt vielleicht schon ganz interessiert zuschauen, wäre das dann vielleicht doch auch ein Anreiz zu sagen, ja, da erkundige ich mich mal, denn eventuell gibt es da wirklich eine Subvention für mich und ich kann dann meinen Berufswunsch tatsächlich realisieren. Was haben Sie für eine Erfahrung gemacht, Herr Mühlhäuser? Gibt es viele Azubis, die mittendrin oder vielleicht auch nach einer gewissen Zeit sagen, also nee, das ist jetzt doch nicht meins, ich habe mich komplett verspekuliert. Wir hatten vorhin schon gesagt, Herr Geiger bietet tatsächlich Praktika an, dass man erstmal ein bisschen reinschnuppern kann. Wie ist aber die tatsächliche Quote? Brechen viele ab und gehen ganz woanders hin, andere Wege? Also aus Erfahrung, die wird es immer wieder haben, ganz klar, aber sehr gering. Dann ist es eher entweder ein soziales Problem oder es funktioniert einfach nicht. Er hat sich wirklich das Falsche rausgesucht. Das heißt einfach, die Leistungen stimmen nicht, ja, weder schulisch noch im Betrieb. Angefangen von den Fehlzeiten, großes Thema. Das würde ich bei den anderen Schülerinnen und Schülern nicht haben. Und dann hat es halt wirklich dann keinen Wert. Aber ob das jetzt ausschlaggebend ist, dass das der falsche Beruf ist, ich behaupte eher nicht. Er kann was anderes lernen wollen, wenn er dort genauso handhabt, dass er immer zu spät kommen wird, dann hat es nichts mit dem Berufswunsch zu tun. Und das sind so Dinge, wo es zum Abbrechen führt. Natürlich auch mal vielleicht einer in 5, 10 Jahren gesundheitsmäßig, wo umschulen muss, weil es halt nicht jetzt erst rauskommt, ne? Sei es über Lösemittel oder sonstige Dinge. Wir haben mit vielen Schadstoffen zu tun. Ja. Wir schützen uns auch sehr gut. Die Maßnahmen sind alle wunderbar. Aber das wird es immer wieder geben. Das ist kein Thema, aber das ist einfach sehr, sehr gering. Ansonsten, die, wo das Ding anfangen, wo wollen, die ziehen das auch durch. Natürlich auch dementsprechend von sehr guten Leistungen bis runter. Gerade zu Beständen haben wir auch. Aber also, was nachher vielleicht ist, ist eine andere Nummer. Ne? Von den ganzen Lehrlingen, die ich mal ausgebildet habe bis jetzt in meiner langen Karriere schon, da sind vielleicht ein Drittel noch in der Branche tätig. Der eine ist Lokführer, der nächste ist irgendwas. Ob die ewig dabei bleiben, ist eine andere Nummer. Das ist dann eine andere Frage. Wie würden Sie beurteilen, der Unterschied, ob ich eine Ausbildung in einem kleinen oder vielleicht, ja, ich sag mal, mittelgroßen Lackiererbetrieb in der Lackiererei mache oder ob ich eine Ausbildung zum Beispiel in so einem großen Konzern mache? Viele Autohersteller haben ja eigene Ausbildungszentren, möchte ich mal nennen. Wo würden Sie da die großen oder grundlegenden Unterschiede sehen? Gut, Kleinbetrieb, auch nachher wieder, wie vorher schon gesagt, familiärer, ja, sage ich jetzt mal. Bist nicht nur eine Nummer. Eins ist klar, der Lehrling, der muss härter ran. Der wird auch härter rangenommen, ne, wie in der Industrie. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, Industrie, fürs Vergleichbare, ne, man kriegt es ja auch immer so mit. Ich habe also auch aus der Industrie welche dabei. Wenn die dann erzählen, ihre Kollegen, Kolleginnen, was, das habt ihr gemacht? Und wie lange habt ihr da Zeit gehabt dafür? Du, das muss ich in einem halben Tag machen. Mein Chef, der steht hinter sonst, ja, und da spielt, sage ich mal, Zeit keine Rolle. Da machen die halt 2 Tage vielleicht dann dran rum. Die haben also den Druck gar nicht so. Ne? Das ist also ganz andere Nummer, wie die auch rangeführt werden. Dass die das machen können, dass die Ausbildung dort auch stattfindet und die sehr gut abschneiden, das ist gar kein Thema. Aber wie gesagt, das ist jetzt bei uns in einem Fall. Alle anderen sind aus dem Handwerk und das sind eher ja, kleine bis mittelständige Betriebe. Ja, sehr wenige, wo man so im Mittelfeld und wo größere Anzahl haben, dann schon so die Autohäuser, wo da mit dranhängen oder dann wirklich die Industrie schon. Aber sonst kleine Handwerksbetriebe, sehr gute Ausbildung. Ja, wir von SATA, wir bemühen uns ja auch sehr um die Förderung des Nachwuchses, gerade in der, im Lackiergeschäft, in der Lackiererei, in der Lackierbranche. Und wir arbeiten sehr eng mit Berufsschulen zusammen. Würden Sie sagen, das fruchtet oder ist da noch Luft nach oben generell? Würden Sie das unterstützen? Ich begrüße es sehr wohl, natürlich. Ja, wir sind auch jedes Jahr mit dem Meisterschüler dort. Ja. Ist natürlich für uns auch Heimspiel. Ne? Wir sind ja nicht weit weg. Kornwestheim ist vor der Haustüre. Das wäre schlimm, wenn das nicht funktionieren würde. Ja, es fruchtet, es läuft. Es ist wichtig, auf jeden Fall, gar kein Thema. Und mehr geht immer. Super, also geht immer. Ein bisschen Luft auch nach oben, genau. Wir geben auf jeden Fall weiter Gas. Abschließend, Herr Mühlhäuser und Herr Geiger, was würden Sie sagen, was sollte, könnte, müsste man tun, um den Beruf des Lackierers noch ein kleines bisschen attraktiver zu machen, für die, die vielleicht jetzt auch gerade zuschauen und schon ein bisschen Interesse haben? Lass ich mal, Herr Geiger.
Also ich persönlich als Unternehmer wünsche mir und Ausbilder logischerweise wünsche ich mir einfach mehr Absprache zwischen der Handwerkskammer und den Betrieben. Vielleicht sogar ein Programm, welches man dann aufbauen könnte. Es fängt aber auch schon bei uns daheim, bei uns Eltern vom Haus aus an, die Kinder mehr dazu zu motivieren, Handwerksberufe zu erlernen. Also wie man schon so schön sagt, der Handwerk hat einen goldenen Boden und der wird den definitiv haben bzw. bekommen bis in ein paar Jahren, weil wir einfach keinen Nachwuchs mehr da haben. Das heißt, vom Haus aus tun wir auch die Kinder auch schon, falsch vielleicht nicht, aber anders erziehen und sagen, lernen was Gescheites. Ja, auf Schwäbisch. Bodenständiges. Genau, ja. Genau. Und das ist in meinen Augen ein bisschen verkehrt. Auf der anderen Seite auch in Schulen, ja, schon bereits in Grundschulen, die Kinder mehr im, vielleicht Techniksunterrichte mit einzubauen, richtig, um einfach zu schauen, ja, inwieweit die Kinder dann doch fürs Handwerk oder eher so für die Sprachen oder für andere Fächer gedacht sind. Und das wünsche ich mir und wünschen uns allen, dass man dann schon bereits von klein aus die Kinder beobachtet und dann sagt, okay, in welche Richtung geht's denn? Geht's dann wirklich ins Handwerk und dann auch die Kinder in diesem Bereich zu fördern? Also mehr Technikunterricht und natürlich abschließend auch mehr Anerkennung von der Gesellschaft, ja, weil der Handwerker ist nach wie vor ein Handwerker, was ich unheimlich schade finde, weil der Handwerker hat mit Sicherheit mehr Potenzial, sich da entsprechend zu beweisen, weil er doch was mit seinen Händen macht, baut oder ähnliches. Also egal welche Handwerker, also nicht nur Lackierung, um Gottes Willen, sondern wirklich über alle Berufe. Und das fehlt in unserer Gesellschaft und das, da wünsche ich mir mehr Input, mehr Unterstützung. Ja, haben uns auch vorhin drüber unterhalten. Es wäre schön, wenn da einfach noch viel, viel mehr ja auch Anerkennung wäre. Da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, und erstmal vielen Dank an Herrn Mühlhäuser, an Herrn Geiger. Schön, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und hier mit uns getalkt haben. Ja, und vielleicht haben Sie oder habt ihr ja jetzt auch Lust bekommen auf eine Ausbildung im, ja, im Bereich des Lackierens vielleicht oder generell im Handwerk. Auf jeden Fall denke ich, da waren ein paar schöne Informationen dabei und ja, viel Erfolg auf jeden Fall, viel Spaß und danke, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Auch danke. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tech-Tipp von SATA hier in Kornwestheim. Mein Name ist Martin Maschalla. Mein Name ist Simon Saathoff. Wir sprechen heute über den Spritzstrahl an der Lackierpistole. Da gibt es klassische Fehlerbilder, die wir hier sehen, in unterschiedlichen Formen. Da wollen wir auch über die Prävention sprechen und auch über die Abhilfe, damit eben sowas nicht geschieht. Genau. Wir wollen, dass der Anwender genau weiß, was er zu tun hat, wenn er unterschiedliche Arten von Spritzbildern hat. Wir haben hier mal welche vorbereitet. Das zum Beispiel ist ein optimaler Spritzstrahl. Den kann ich auf Papier, kann ich auf dem SATA ZERT anfertigen und sehen, okay, meine Lackierpistole ist richtig gewartet und richtig gereinigt. Genau. Dann gibt es weitere Beispiele, die beispielsweise hier ein kleiner Spritzstrahl oder hier einen, den wir Banane einfach nennen, weil er so bananenförmig ist. Da gibt es unterschiedliche Ursachen. Manchmal ist es die Viskosität, die nicht richtig stimmt oder eben die falsche Düsengröße. Oder hier kriegt der Strahl nur einseitig Luft. Das heißt, die Luftdüse bläst von der einen Seite ein bisschen mehr rein als von der anderen und schon kriegt er eben diese komische Form. Genau, das passiert zum Beispiel häufig, wenn ich hier mal die Luftkappe anziehe oder einen Querschnitt der Lackierpistole ansehe und hier die eine Seite der Horndrillings zerstopft ist oder verstopft ist, dann kommt aus der anderen Seite natürlich mehr Luft raus und so bekomme ich dann diese, in Anführungszeichen, Bananenform des Spritzstrahls. Auch wie Matzin gerade schon sagte, der Spritzstrahl, der zu klein ist, Viskosität zu hoch, das heißt vielleicht vergessen, die Verdünnung reinzutun oder auch zu geringer Luftdruck. Gerade beim Luftdruck gibt es ganz häufig analoge Druckmesseinheiten, die durchs öfter mal fallen lassen oder durch klimatische Bedingungen nicht die richtigen Werte mehr anzeigen. Deswegen empfehlen wir von SATA immer eine digitale Druckmesseinheit, wie zum Beispiel unser SATA Adam2U oder Digitalanzeigen in der Lackierpistole selbst. Genau. Die Vorgaben über den einzustellenden Luftdruck, den kriegt man vom Lackhersteller. Wir werden oft gefragt, was soll ich denn an der Pistole einstellen? Wir können nur sagen, den Maximaldruck, den man einstellen darf, damit man eben
umweltkonform arbeitet oder nach Gesetzgebung, compliant oder HVLP, in unserem Fall RP. Ja, und da sollte man eben den Druck des Lackherstellers befolgen. Das heißt, im technischen Datenblatt nachlesen, wie wird das Material eingestellt, welchen Eingangsfließdruck muss ich eigentlich haben. Und dann kriegt man in der Regel ein recht vernünftiges oder ein sehr gutes Lackierergebnis. Genau. Wir als SATA arbeiten sehr eng mit den ganzen Lackhändlern oder den Lackherstellern zusammen, so gesagt, und arbeiten so auch die technischen Datenblätter aus, haben in den technischen Datenblättern auch überwiegend SATA oder viele SATA-Empfehlungen, aber auch auf unserer SATA-Webseite findet man die Empfehlungen des Lackherstellers. Die Empfehlungen kommen nicht von uns, sondern vom Lackhersteller. Genau. Der trägt nachher nämlich auch die Haftung, wenn der Farbton nicht stimmt und der Falschdruck eingestellt wurde. Da dürfen wir nichts zu sagen und möchten wir auch nicht. Das obliegt wirklich dem Hersteller der Beschichtungsstoffe oder des Lackes. Genau. Ja, wollen wir nochmal zu zwei, drei Spritzstrählen kommen vielleicht, ja, und so häufige Applikationsbilder zeigen. Dieser hier zum Beispiel, hängen wir mal oben drauf, haben wir irgendwie noch einen Magnet. Genau, können wir vielleicht so festmachen. So. Ja, kommt runter, schon ein bisschen. Das alte weg. Genau, machen wir das einfach weg, so. Dann hält es, genau. Dieses Spritzbild zeigt zum Beispiel, dass die Luft von der Seite ziemlich eindrückt, diesen Spritzstrahl, und somit in eine 8 drückt. Es sieht aus, dass wir oben und unten zwei Punkte haben und in der Mitte fast gar nichts an Material. Das kann auch wieder zwei Ursachen haben. Entweder ich habe zu viel Druck, das heißt, meine Digitalanzeige zeigt mir weniger Druck an, als ich eigentlich habe. Oder ich habe gar keine Digitalanzeige oder überhaupt irgendeine Anzeige und der Druck ist zu hoch. Oder die Viskosität ist zu gering, das heißt, zu viel Lösemittel, zu viel Verdünnung. Zu dünn, genau. Worauf wir auch eingehen sollten natürlich ist, und das ist nicht zu vernachlässigen, auf die Düseneinzelteile. Wenn die nämlich verunreinigt sind, dann führt das auch eben zu solchen Strahlbildern. Das heißt, entweder sind die Hörner verstopft oder aber auch Teile der Farbdüse. Was auch häufig vorkommt ist, wenn die Farbdüse fallen gelassen wird, dann ist sie an der Spitze beschädigt, dann stimmt die Luftkreisbohrung nicht mehr. Das heißt, hier an der Luftdüse strömt dann im Zentrum, das auch zur Strahlform beiträgt, eben die Luft heraus, und zwar ungleichmäßig, und dann führt es eben auch zu unterschiedlichen Strahlformen. Hier haben wir so ein S, das man so sieht, da ist dann wirklich auf beiden Seiten irgendwas verstopft und dann kommt so ein komisches Strahlbild dabei raus. Also einfach darauf achten, dass die Pistole gepflegt ist. Es ist ein Präzisionswerkzeug, wird leider eingesetzt oder zum Glück in einer Umgebung, die ziemlich verunreinigt ist, die chemisch behaftet ist, aber auch mit Farbe und Farbnebel eben zu tun hat. Die Lackierung muss sauberer sein als alles andere. Ich meine, die Kfz-Lackierung ist, glaube ich, von der Oberflächenqualität einer der empfindlichsten und einer der schönsten und der besten Ästhetik. Aber eben auch mit Verunreinigungen im Umfeld während der Lackierung, beim Schleifen, beim Maskieren und so weiter. Es liegt überall Staub rum. Und beim Lackieren ist es eben Overspray und Temperatur und so weiter ist die Pistole eben ausgesetzt. Also darauf achten, Präzisionswerkzeug immer merken, pfleglich behandeln, dann gibt es immer Top-Ergebnisse. Genau. All diese Informationen können wir natürlich auch auf unserer SATA-Webseite abrufen oder halt, wie schon gesagt, auf Postern, die wir haben, oder auch Broschüren, wie zum Beispiel in diesem Reinigungs- und Wartungsposter. Hier ist nochmal die Reinigung aufgelistet, aber auch die Spritzsträhle, was passiert, wenn, was muss ich tun, wenn der Spritzstrahl so und so aussieht. Genau, also Infos downloaden auf unserer Webseite oder sich anschauen. Bei Fragen auch über Facebook anschreibbar, einfach kurz uns eine Info geben und dann melden wir uns bei euch oder eben der Fachhandel, der wird normalerweise auch von uns informiert. Die wissen auch viel über unsere Produkte Bescheid. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet auch morgen ein bei dem nächsten Tech-Tipp. Vielen Dank. Stay safe.